es ist schon wieder. Es ist mitten in der Nacht. Oh, okay. Hallo, okay. Ich liege gerade auf der Bettwank. Ich habe gerade noch ein bisschen hier geschlafen. Willkommen zu einer Folge Minecraft Aquan. Ich habe gerade noch hier auf der Bettwank geschlafen. Apropos Bettwank. Genau der User, ja, ich blende jetzt ein, hat nämlich geschrieben, ich soll jetzt so ein Wohnzimmer bauen. Mit so einem Fernseher und jetzt sowas und jetzt sowas. Und ja, ich habe es getan. Wenn ihr hier eingeblendet werden wollt, dann schreibt unbedingt in die Kommentare irgendwas, was ich noch dazu bauen kann oder was ich machen soll. Dann werdet ihr hier auch im Video eingeblendet. Und ja, genau, hier habe ich nämlich so ein, wie heißt das, so eine Bar oder sowas baut. Das sind so ein, genau, Kücheninsel oder so heißt dies. Hier kann man sich draufsetzen mit so kleinen grünen Dings hier. Mit so kleinen grünen Sitzer. Hier weiß ich noch nicht, was ich baue hier, in der Ecke. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ich hier bauen soll in der Ecke. Ich weiß es nicht. Genau, hier ist noch die Küche. Die Küche haben wir vorige Folge hier gebaut. Könnt ihr rechts oben jetzt mit ihr abchecken. Für die Küche. Dann seht ihr, was ich hier bei der Küche neu gebaut habe. Genau, hier ist ein Fernseher. Da habe ich solche, wie heißt das? Solche Wooden Shelves habe ich hier inbauen, darunter Fences, also solche Zäune. Und hier ein Fernseher. Ja. Genau, dann kann man hier, hier ist nochmal ein Safe, ein guter alter Safe. Genau, und hier habe ich auch noch so einen kleinen, schönen Tisch hier gebaut. Hier ist ein, mit sowas, baut man ganz leicht mit Spruce Wood. So, okay, das wollte ich nicht, hier ist so. Und hier habe ich nochmal ein Mine Bay, Dings hier, mein Mine Bay Computer. Weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll hier. Okay, genau. Mir fällt gerade auf, meine Iron Axt. Meine Axt hier ist gleich kaputt. Das heißt, ich baue mir erstmal eine neue. Und genau. Oh, das war falsch. Ich habe fast das Falsche gecraftet. Folge. Waren nicht die Piraten oder Barbaren? Ich weiß nicht, wie die heißen hier. Ich glaube, Piraten waren das. Haben hier angegriffen im Dorf und so. Und ja. By the way, es gibt jetzt Mitglieder auf meinem Kanal, da könnt ihr viele Sachen hier freischalten. Ihr könnt zum Beispiel einen Livestream-Chat, kann ich zum Beispiel einstellen, dass nur Mitglieder oder so in den Chat schreiben können. Und ja, um 4,99 € kann man das kaufen hier. Ihr müsst auch auf Mitglied neben Abonnieren auf meinen Kanal hier, auf meine Kanalseite drücken. Dann könnt ihr auch die Vorteile anschauen. Nämlich, man kann zum Beispiel, es gibt relativ coole Vorteile hier. Man kann zum Beispiel im Livestream-Chat oder in die Kommentare hier kann man solche richtig coolen Emotes wie so ein Kaktus-Emote oder so ein Fortnite-Skin-Emote oder sowas. Oder jetzt neu ist auch dazu gekommen, man kann so ein Schnitzelhaus-Emote machen. Und ja, und man hat auch so ein, wie soll ich sagen, so ein Emoji, so ein Kaktus-Emoji von Name. Und der Name ist natürlich auch grün. Und also im ersten Monat kriegt man so einen Kaktus. Wenn man 2 Monate Mitglied ist, dann bekommt man hier einen cooleren Kaktus und so geht es immer weiter. Und nach 2 Jahren, wenn man 2 Jahre Mitglied ist oder so, dann bekommt man hier meinen Kaktus-Skin, weil dann kann ich hier einen Kopf aufnehmen. Genau, mein Kaktus-Kopf hier, dann bekommt ihr das. Also steht praktisch neben dem Namen. Und genau, Mitgliedfragen werden immer hier bevorzugt. Das heißt, wenn ihr im Livestream-Chat oder in den Kommentaren irgendwas schreibt, werde ich auch safe darauf antworten hier. Okay, genau. Dann war es damit. Genau, ich habe hier mein Schiff mal eingesperrt hier. Weil ich habe echt Angst. Ne, mein Schiff, sage ich schon. Hier habe ich Chap unterstrich. Ich vertausche es immer, keine Ahnung. Chap unterstrich. Und hier ist irgendwie Chap seine Freundin. Ich weiß nicht, ist Chap überhaupt weiblich oder männlich? Ich weiß es nicht. Chap ist so. Ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob du glaubt, ob er weiblich oder männlich ist. Und keine Ahnung, wer das ist. Ist irgendwie reingelaufen. Genau, ich habe jetzt die ganzen Dings hier, wie heißt das, solche Walls, solche Leaf Walls, also solche Blätterwände hier, habe ich hier mit normalen normalen Blättern hier ersetzt. Und ich habe so eine riesige Mauer hier drum gebaut. Genau, die sieht richtig cool aus irgendwie. Bei der nämlich habe ich gebaut, weil, falls die Barbaren zu mir mal kommen, dass die sich irgendwie eine Mauer oder irgendwas habt, dass die mal irgendwie reinkommen müssen. Genau. So, dann gehe ich jetzt mal. Ich glaube, ich kann die einfach wegbauen. Und genau, ich habe einen Steg hier auch noch gebaut. Also, nach dem. Dann gehe ich ja mal rüber zu den guten alten Reinhardt. Was der alles zu sagen hat hier. So, das Wasser sieht auch immer noch so cool aus. So cool einfach. Okay, und da vorne ist noch das Schiff von voriger Folge. So. So, jetzt so. Und hier ist immer noch Bedrock.
Und genau, die haben ja alles nämlich explodieren lassen. Okay. Ich glaube, die haben das schon hier alles repariert wieder. Ich glaube, da vorne ist nichts Neues oder so. Aber die reparieren dir das schon. Das ist richtig cool hier. So, was hast du hier zu sagen? Hallo Julian. Oh, nein, ich will hier nicht hochklettern. Ich habe die Tage nachgedacht, wie wir in die Hölle kommen. Okay, dann ist mir eine Idee gekommen, dass wir ja ein Portal bauen können. Wir brauchen 12 Obsidian für ein Portal. Okay, 12. Wenn du das schaffst, lege bitte das Obsidian in die Chest vor mein Haus. Okay, könnte ich natürlich machen. In der Zeit, wo du das Obsidian holst, werde ich währenddessen darüber forschen, wie man das Portal anmacht. Okay. Ach ja, im Itemframe liegt dann die Mannspielzeuge für das Abbauen des Obsidians. Bis später. Ja, bis später hier. So, oh, Efficiency 5. Efficiency ist nämlich, da baut man richtig schnell ab. Okay, rein an die Spitzhacke. Okay, okay, okay. Okay, nicht hier reinfallen, böse. Ich schau noch hier, weil ich habe den letztens befreit hier, den guten alten Rupert, glaube ich, heißt der irgendwie so. Habe ich nämlich hier befreit und hier ist noch der Totenkopf von dem einen Typen hier. Von dem einen Mitarbeiter. Okay, was hast du hier zu sagen? Guter alter Dings hier. Wie heißt du? Guten Abend, der Herr. Wir haben jetzt eine kleine Armee. Für den Fall, dass die Barbaren Piraten oder wie auch immer diese Wichte heißen, kommen. Wenn du es schaffst, die Höllenkobolde zu vernichten, bekommst du eine riesige Belohnung. Okay, kannst du bitte hier weggehen, nicht, dass du hier noch ausrennst. So. Okay, ich bekomme eine riesige Belohnung, wenn ich hier die Kobolde, ich weiß nicht, wie die sich nennen. Wenn ich die halt töte und so, dann, oder vernichte, hat er gesagt, dann bekomme ich eine riesige Belohnung. Und hoffentlich, okay, ich gebe mal hier die Bankomatkarte wieder weg. Die brauche ich mich gar nicht, Geld ist gerade gar nicht wichtig, wirklich. Ich muss einfach Wilhelm rächen, wollte ich schon sagen. Ich will einfach Wilhelm hier retten, irgendwie. Von den ganzen Kobolden, ich weiß nicht. So. Obsidian. Wie bekomme ich Obsidian her? Ich glaube, genau, warte mal, ich blende ihn jetzt hier ein. Genau, der Typ hat mir hier geschrieben, dass ich in eine Mine gehen soll. Da war nämlich Lava. Und dass ich da praktisch hier einfach Obsidian mit der Lava bekomme. Aber dafür brauche ich nämlich Wasserbehälter, wollte ich sagen. Wassereimer hier. Das könnte ich hier noch reinhauen in die Schmelzer, in den Ofen hier, in Schmelzer Redino. So, jetzt mache ich mir ganz viel Water Buckets. Ich glaube, ich mache mir 4 oder so. Ja gut, ich habe jetzt 6 baut. Egal, ich mache unten einfach in der Mine eine unendliche Wasserquelle. Dann passt das hier schon. Okay. Vorne ist auch das Schiff. Dann gehe ich jetzt in die Mine und muss ich das gleiche aus. Nehme ich dir noch schnell hier Dings mit. Und apropos Mine. Irgendwer hat auch geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr wer, dass hier in der Mine anscheinend noch eine Höhle oder so ist. Noch eine Höhle hier. Und dass ich hier. Wer hat irgendwie Zombies gehört oder so in der Nähe? So, warte, ich nehme hier wieder die Fackeln. Fackelaridino. So, wie mache ich das jetzt mit den Lava hier? So. Irgendwie schaffe ich das schon. Geht das so? Ja, okay, nice. Ich habe Obsidian. Nice, Leute. Okay, man sieht gar nichts. So. Oh nein, ich muss hier noch die Fackeln in der Hand nehmen. So. Jetzt kann ich hier Obsidian schnell abbauen. Das heißt, wir haben ein Obsidian. Okay, hier ist auch Gold. Ich nehme das alles schnell hier mit. So. Dann gehe ich hier runter. Ich glaube, nämlich das war da unten bei der anderen Mine. Das hier nämlich... Okay, hier ist auch alles gewachsen. Das hier nämlich... Okay, ich hasse das... Ah! Ich hasse die Dings hier. Die, Lianen. Ich mag die nicht. Wo ist jetzt mein Wassereimer? Also ich habe den wieder aufgehoben. Okay, lol. Dass er hier irgendwo Zombies gehört hat. Wo auch immer das war hier. Hier ist auch die eine Fackel. Ich weiß nicht, warum hier... Okay, die Fackel... Ich könnte eigentlich wieder mitnehmen hier, die Fackeln. Egal. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht... okay, Tatsache. Hier haben wir noch Zombies. Sind ja da. Ich glaube nicht. Ich nehme mal hier meine M4 raus. Meine gute alte M4 oder Waffe, wie auch immer. Genau. Hier irgendwo sollte nämlich noch... Leute, die baut richtig schnell ab, hier schon Kohle. Oh, Tatsache, der Typ hat recht gehabt.
Okay. Tatsache, hier ist noch eine Dings. Oh lol, viel Seite bitte. Hallo, hallo, so. Mitte wird nicht schreibt, dass ich so ein Noob bin und nicht hier rausgehen will. Da unten ist noch einer. So. Okay, da unten sind noch ein paar. So. Bam, so. Oh. Okay, das Magazin ist leer. Das nächste Magazin. Ich habe noch gar keine Magazine geleert eigentlich. So, genau, dann fange ich. Lol, wie cool und groß die ist. Lol, okay. Ich räume hier den ganzen Stuff hier ab. Nämlich, und Tatsache, da unten ist Lava, okay. Das ist wirklich gut jetzt für Obsidian. Haben wir Glück gehabt hier. So, dann baue ich so. Und so. Was ist das hier? Copper Ore. Ich glaube, das ist irgendwie radioaktiv. Nee, ich glaube nicht, dass radioaktiv ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was Copper Ore hier ist. Nämlich keine Ahnung, was das ist. Hier oben ist noch eins. Wenn ich hier hochgelenke. Wenn ich hier hochkomme. Oh, ich glaube, ich komme nicht hoch. Oder obwohl, mit den Lianen hier. Okay, ist richtig schwer. Oh, nee, ich glaube, ich komme. Komme ich hier hoch? Könnten wir hochbauen. Aber ich glaube. Ja, doch, ich komme hoch. Okay, das ist nur vereinzelt hier da. So, hier die Liane wieder abbauen. Das ist richtig dumm hier irgendwie, keine Ahnung. So. Wir haben schon richtig viel Gold. Hier ist richtig viel Gold hier drin. Hier ist wieder so ein Copper, wie auch immer. Ich glaube, Copper spricht man es aus. Wie auch immer man es ausspricht. Hier ist noch was. So, hier ist noch Sand. Ich weiß nicht, warum hier in der Mitte Sand ist. So, da ist noch was. Ich glaube, da oben. Ey, ich glaube, die Kohle brauchen wir nicht so unbedingt. So, hier ist noch ein bisschen was. Und hier. Okay. Vorne ist wieder Kohle, glaube ich. Ich baue mich da mal hin. Warte mal. Ich kann einfach hier, glaube ich, Wasser drüber lassen. Ja, das ist 300 Kuhstreet. 300 Kuhstreet. Ich glaube, mehr brauche ich eh nicht mehr. Mehr als das hier. Also, wahrscheinlich mal nicht die Lava. So. Nicht, dass ich hier gleich in die Lava fall. Was auch immer das ist hier. Doch, das ist Kohle, oder? Black Diamond? Was sind Black Diamonds? Okay. Sind sie wie, sind sie für verbratene Diamanten? Nee, das kann nicht sein. Und hier ist Bedrock. Okay. Ich glaube, sind hier schon ganz unten. So. Aber lol, Dings hier. Black Diamond, was auch immer das ist. Jetzt baue ich jetzt schnell alles ab. Ich hoffe, das kann. Warte mal. Ich hab in Minecraft immer früher, wo ich ganz früher gespielt habe, immer hier runtergeschaut und ab so gesaved, habe ich das immer gesagt. Genau so. Okay, lol. Hier ist irgendwie ein Loch. Weil, wenn man hier irgendwie, wenn irgendwie Lava unter ein Obsidian ist, dann, praktisch, dann fällt das Obsidian höchstwahrscheinlich in das Ding hier rein, in das Lava. Also in das Lava, in die Lava rein. So, 9 habe ich schon, ich brauche 12. Glaubt ihr, Leute, soll ich mehr mitnehmen, falls ihr irgendwie noch mehr braucht? Oh, hier ist Lava, genau deswegen. Habe ich hier gesaved. Save mir gemeint. Ich glaube, irgendwie die Wasserbuckets habe ich irgendwie zu viel mitgenommen. Kann ich mir noch 3-4 mit, ob sie denn, keine Ahnung, flat. Oh, hier, genau, deswegen habe ich gesaved immer. Save nenne ich praktisch, dass ich einen Block darunter setze, dass kein Lava ja darunter ist. Oh, hier ist schon wieder Lava, oh mein Gott, okay. Ich habe 15, ich glaube, das reicht, ja. Aber wir haben einfach hier Black Diamonds, was auch immer das ist. Oh, die waren ganz creepy Geräusch gerade. Diamond-Geräusch, so ein Dings hier Geräusch. Hört das irgendwie auch? Der Minensound, das ist irgendwie neu. Ist das neu? So ein Minensound, das hört sich irgendwie urgruselig an. Aber ich glaube, okay, Leute, hier ist es runtergewachsen. Okay. Falls hier da oben nochmal Zombies gespawnt sind, habe ich mal die Waffe hier in der Hand. Was ich immer noch nicht verstehe, ich halte mit beiden Waffen, mit beiden Händen hier, wie ihr seht, die Waffe. Aber links halte ich trotzdem noch mit einer Hand die Fackel. Ich weiß nicht, wie das geht, aber irgendwie geht das. Okay. Okay, ich hätte eigentlich schlafen können. Soll ich schlafen? Ich weiß nicht. Ja doch, ich gehe einfach schlafen. Passt schon. Geh einfach schnell schlafen. Schläfery Dino. Schläfery. Könnt auch mal probieren, irgendwie solche. Ihr könnt auch mal probieren, irgendwie solche. Iridino oder so sagen, Battery Dino oder sowas, das ist voller Zungenbrecher irgendwie. Keine Ahnung, könnt ihr mal probieren oder so.
So, kann ich hier runter? So, und so hier runter. Oh, hier ist wieder Dings hier. Habe ich eine Fackel gerade hin platziert. Ich glaube, ich lagere gleich ein. Oder soll ich gleich einlagern? Nee, ich gehe noch mal schnell rüber hier. Aber, oh mein Gott, meine Wall, oder wie soll ich sagen, mein Fort hier sieht richtig cool aus, mein Haus. Ich habe hier die Cobwebs hier, habe ich benutzt zum, die Spinnennetze habe ich benutzt, praktisch als Stacheldraht irgendwie, keine Ahnung. Aber was mich immer noch frage, können die Barbaren, also die da, die das Dorf da drüben haben und die, nee, nicht Jäger, was waren die da vorne? Den vorne waren Barbaren, glaube ich, und das waren Piraten. Genau, ich glaube, jetzt kenne ich mich aus irgendwie. So, hallo, wie auch immer du heißt, Reinhard. Ich leg's mal hier irgendwie rein. So, das andere drei Obsidian behalte ich mir. Ja, danke für, keine Ahnung, ich geb's mal rein. Ich hoffe, du brauchst irgendwie eine Portal oder so vor dem Haus, ich weiß nicht. Mach das mal. Genau, so. Dann, gehe ich nämlich wieder da vorne. So. Genau, dann lage ich mir jetzt meinen kompletten Stuff hier rein. Und schau, kann man Black Diamond? Ich glaube, Black Diamonds sind schon Diamonds. Ich glaube, die kann man nicht verschmelzen hier. So. Ich glaube, die kann man nicht schmelzen, oder? Kann man nicht schmelzen? Ich glaube nicht. So. Oder? Was kann man mit Black Diamonds machen? Okay. Lord Crusher, what the hell? Okay. Wie auch immer, Black Diamonds. Ich gebe das mal hier rein zu den anderen Diamonds. Was auch immer das ist. Okay, tatsächlich ist schon mein Iron Schmoltery Dino. Und mein Gold. Okay, hier ist. Okay. Man kann das Gold schmelzen. Da kommt irgendwie so ein Gold Nugget raus, was auch immer das bringt. Aber vorige Folge auch schon hier. Mir fällt gerade auf. Warte mal. Okay, hier ist es mal. Achso, okay. Okay, Leute, man kann den nicht stacken, okay. Okay, 64 Gramm. Das ist immer unterschiedlich, kann das sein? 73 Tatsache, es ist immer unterschiedlich. Und hier, die lagere ich alle mal hier irgendwie ein. So. Okay, ausbesiedelt scheinbar habe ich immer noch. Die Frage ist, kann man hier Kupferohr schmelzen, was auch immer das ist. So, kann man schmelzen. Doch, Tatsache, man kann es schmelzen hier. So. The Cobblestone Redino. Gravel gebe ich dahin. Noch ein bisschen Eisen. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ich glaube, ich gebe es einfach hier nach oben. Oh doch, nee, wir haben, das ist nicht ganz leer, sondern nur mit 15 Schuss. Also das passt hier. Rotten Flash, wie gebe ich das? Genau, Mob Drops, Rotten Flash hier. Ich weiß nicht, was ich mit der Spitzhacke machen soll, aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen soll. Okay, das brennt hier immer weiter, okay. Und Copperohr, was kann man mit Copperohr machen? Okay, nicht viel. Egal, dann würde ich mir sagen, lasst ein Like und Abo dafür mehr Minecraft Aquana. Und lasst ein Like und Abo dafür, dass wir irgendwie in der nächsten Folge irgendwie in die Hölle gehen, wenn er das Portal hat, wenn er überhaupt ein Portal baut oder so. Ich weiß nicht, ich hoffe, der gerät da nicht selber irgendwie in Gefahr mit dem Portal. Ich weiß nicht, schreibt alle, irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich sagen, schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, was irgendwie jetzt, keine Ahnung, Dings baut hier, Reinhard. Ich hoffe, dass er wirklich ein normales Portal baut, nicht irgendwie ein Gefahrgerät oder so. Weil Obsidian ist wirklich, warte, ich gebe Obsidian kurz hier rein. Obsidian ist wirklich hart hier zum Abbauen, deswegen. Ja, lasst ein Like da und warte mal, okay. Ich setze hier noch einen Helm auf. Lasst ein Like da und unbedingt Mitglied vorbeischauen. Okay, meine Dinge sind hier gerade im Licht, die sind hier meine kompletten Augen komplett grün. Warte, ich gehe kurz hier raus. Genau. Lasst ein Like da für mehr Minecraft-Aquana und ciao! Whee!